Alter, nee. Willkommen zurück, meine Damen und Herren, bei Space Engineers. Sebastian bewundert gerade das neue Update. Ey, was ist das denn? Weißt du, wieso? Was ist das denn für ein scheiß Update, wo mir die Scheiben noch dreckiger macht? Und das heißt realistischer, Mann. Realistischer. Realistischer am Arsch, ich will Karglas hier haben. So. Ich meine, guck dir das mal an. Wir sind noch nicht mal irgendwo, ich meine, gut, da schon ein Baum mit dem Ding umgeholzt. Ja, aber das trotzdem, also da sind ein paar Scheiben dabei, da oben zum Beispiel dürften auch gar nicht verkratzt sein. Weißt du, was realistisch ist, wenn du irgendwo gegenfährst und dann ein Kratzer da reinkommt? Nicht, dass die schon vom Hersteller aus einen Kratzer haben, dann will ich dir mein Geld zurück für die Dinger. Ja. Ich meine, wir haben die gar nicht bezahlt. Wo leben wir hier, wenn das Ding frisch aus der Raffinerie kommt, aber trotzdem irgendwie dann, Kratzer hat und beschädigt ist. Außerdem leuchtet es im Auto. Wegen den Scheinwerfern. Die haben so einen kleinen Kreis drin hier. Das sieht ein bisschen freaky aus. Ja, das passiert manchmal. Das ist schon okay so. Robin, was wollt ihr tun diese Folge? Ein Eis holen. Jo. Was willst du haben? Cornetto Cola oder hier Magnum oder Bum Bum? Ein Flutschfinger. Oh, ist schon wieder so eine Session hier, ne? Oh. Nimm mal deinen Helm ab. Hab ich. Nein, hast du nicht. Doch, hab ich wohl. Guck. 16 Motoren, 2 Computer. Ich kann grad nicht. Du hast deinen Helm auch noch auf, du Bobo. Was? Oh, den hab ich grad wohl aufgesetzt, als ich ihn absetzen wollte. Die Karre steht schief. Ich hab die ganze Zeit so einen 45 Grad Winkel, den ich hier stehen. Ja, ich weiß, dass die schief steht. Die Karre ist windschief. Die Dämpfer, die dämpfen nicht. Ne, du dämpfst nicht. Pass mal auf, mein Freund, ja? Ich brauch meine Waffe. Brumm, brumm und so. Wie mache ich das denn jetzt? Ich will, dass man hier so hoch gehen kann. Ach ja, geil. Ich glaube, ich habe in der letzten Aufnahme vergessen, meine Waffen wegzutun. Bist du müde? Bist du aber auch der Hammer, weißt du das? Oh, danke schön. Scheiße. Ja. Coole Sache auf jeden Fall. Ach nee, komm, das wird so keiner hier. Ja, geil, doch, haben wohl. Das und das. Ja, geil, auf jeden Fall, weißt du. Ich meine, wir müssen ja auch irgendwie ein bisschen Silber verbrauchen können. Hallo, Silber ist wichtig. Das sollten wir nicht verbrauchen, sondern bewahren. Hunde sind wieder da. Haben die sich verändert? Nein, aber wir können das Update zeigen hier. Wir haben ja jetzt Hit. Das ist der Hit. Also richtige Hits. Ja, wir haben von Klaus und Klaus an der Nordseeküste oder von Andrea Berg. Wie heißt die Scheiße da? Atemlos, genau. Was haben wir noch? Wie kann man denn... Ach, die Tür öffnet man mit T. Okay, ich hab's. Mal guck, wenn ihr jetzt hier drauf schießt. Boom. Die zwei Amigos haben wir auch noch. Dann seht ihr, dann verändert sich das Fadenkreuz so. Nee, erzähl mal, wie in einem normalen Shooter. Ja, obwohl es kein Shooter ist. Ach. Ist Hardcore, oder? Du bist ja echt der Shit. Also du bist echt der Burner. Da muss man was sagen. Au! Ich sterbe. Ja, du machst das schon. Oh, jawohl. Just! Der mit den 300 Milliarden Stahlplatten, den lasse ich erstmal liegen. Do it! Was? Jawohl! Energiezellen oder was? Ja, looten, dann komme ich auch mit raus. Ja, dann nimm mal die restlichen 300 Millionen Stahlplatten hier mit. Der da ganz hinten am weitesten weg liegt. Alle anderen habe ich schon. Der liegt? Bei mir stehen die immer noch alle rum. Ja, unwichtig. Och, macht der mir jetzt hier schon wieder den... Am weitesten weg steht. Da! Okay, cool. Hat einen stehen gelassen. So, ab geht's, ne? Ab in den Schnee. Na Robin, du weißt Bescheid, du bist wie Schnee. Ja, wenn ich dir in deine Augen sehe und so. Ja, dann trinke ich erstmal einen Tee und so. Geht schon. Boah. Voll die fetten Rhymes, erstmal so Haus-Maus-Dinger. Boah. MC Sebastian. In the club. Ist wieder in der Spur.
So. Aber hart in der Spur. Ich schwimme so stark gegen den Strom, dass ich mir um 360 Grad drehe, nachdem ich mit dem Strom schwimme. 180 Grad natürlich. Ach so, ja. Ja, klar. Ja, ja. So, auf geht's. Sattelt die Gefährte. Okay. Ich bin soweit. Geil. Ich nicht. Warte, jetzt bin ich soweit. So. Sitzt du drin? Ich sitz voll drin. Oh ja, die Scheiben sind jetzt echt hardcore realistisch. Davon ein Screenshot. Willst du mich eigentlich verarschen? Die Scheiben sind echt hardcore realistisch. Hast du schon mal unrealistische Scheiben gesehen? Die sehen ja genauso aus. Man kann durchgucken. Weißt du, was realistisch ist, wenn ich einen Stein nehme, was man in dem Spiel auch nicht kann und dann durch die Scheibe schmeiße? Und dann was kaputt gehen würde. Ja? So, dann Feuer. This Warte. Is not main cockpit. Großes Wow, du rollst rückwärts. Großes Wow, du rollst rückwärts? Du rollst ja, immer noch ja. rückwärts. Ja, ich gebe ja gerade Gas. Boah, Mann, wie die Reifen durch. Ach, ich hab die Rampe vergessen. Burnout. Aber sieht noch alles heiler aus. So, die Geschütze. Was waren das überhaupt für Lappengeschütze? Sag mal, die haben gar nicht geschossen. Ja, weil wir keine Munition drin haben. Oh. Und irgendwas sprüht da Funken. Wo? Das muss bestimmt so. Okay. Ja, vielleicht haben wir gleich einfach ein Geschütz weniger oder so, keine Ahnung. Ja, haben wir glaube ich schon. Ach nee, da ist das zweite, okay. Schnee. Guck mal, da hinten ist ein schneeiger Berggipfel. Wollen wir da mal hinfahren? Wir sind schon mit den kleinsten Hügeln überfordert. Aber können wir gerne tun. Für ja, so klein sind die Hügel nicht. Also wenn du dir das mal anguckst. Die sind ja immerhin heftiger als... Hast du noch deine Cockpitlampe an oder was? Deine Gesichtslampe hier. Nö, hatte ich jetzt... Die war aus. Du hast die Beleuchtung im Scheinwerfer angehabt. Also in dem Tempo, wir haben zwar für ein Days, ja, ein Days, meine Damen und Herren, das heißt nämlich nicht One Day, sondern ein Days, One Days, ja. Kommen wir da auf jeden Fall nicht an. Ja, weil ich unsere Geschwindigkeit halt auch auf 50 beschränkt habe, was ist das da eigentlich für ein Pin, der da rum... Was für ein Pin? Da ist so ein Stein, boah, jetzt geht's aber hier hart abwärts. Alter Schwede! Driften! So muss das. Need for Speed and Silicium. Jetzt hätte ich fast das falsche Wort gesagt. Silicon. Was hättest du denn gesagt? Silikon, aber das stimmt ja nicht. Das ist ja Silizium. Boah, alter Schwede, was ein. Boah, was ein. Wollten wir uns da fast für die Seite drehen, sag mal. Auto gibt Feuer! Los! So, hier sind Silizium und Silber. Wollen wir die mitnehmen? Nein, wir haben noch genug. Silizium auch? Ja. Echt, wie viel? Keine Ahnung. Ja, genau. Dann guck mal bitte nach, du bist gerade an der Quelle. Production. Ach so, das Ding produziert nicht mehr. Wir haben kein Magnesium mehr. Da ist es, was wir nicht mehr haben. Hier ist Magnesium. Und wir haben gecrashed. Jo, das ist richtig. Das hier ist steiler, als ich gedacht habe. Willst du mich eigentlich verarschen? Nee, eigentlich nicht. Lass mal Eis holen, los. Ja, Moment. Die Tanke ist noch ein Stück. Fahr mal schneller, ich hab Hunger. Ich würde gerne auf irgendwas schießen. Ja, dann hättest du dir einen dicken Turm oben drauf bauen müssen. Oder vorne dran oder so. Du hast dir eine ganz schön miese Strecke ausgesucht. Robin, wo fährst du über... Darf ich mal fragen, wo du hin willst? Darfst du? Muss ich antworten? Wo willst du hin? Ich weiß noch nicht. Ich wollte da hinten zu so einem Berggipfel, wo so Schnee war. Ja, gut. Hier ist Uran. Uran haben wir doch noch genug, oder nicht? Uran hat ja nicht mal alles verarbeitet. Ach so, okay. Wir dann haben noch ja. 5000 Tonnen. Guck mal, an der Stelle kann man voll gut drüber. Wir haben noch 5 Tonnen Uran, die unverarbeitet. Wir haben noch 20 Tonnen Uran, Robin. Robin, ich bin aus dem Schiff geflogen.
Ich bin. Oh. Oh, meine Zigarre ist kaputt. Shit. Ich roll hier gerade durch die Gegend. Ey, oh Robin, nein. Wir haben die beiden Cockpits verloren. Unser Rad ist explodiert. Die Karre ist hin. Sebastian, weißt du, was das heißt? Dass die Karre hin ist, würde ich mal sagen. Nein. Das heißt, es ist Zeit für Triebwerke. Sagst du, du fliegst jetzt oder wir fliegen jetzt? Ja, ich würde sagen, die Räder bringen es nicht mehr. Na gut, okay. Lass mal auf die nächste Stufe aufsteigen. Ich schweiß aber schon mal von unten hier wenigstens Reparaturen schweißen und so, weil als zukünftiger Ingenieur muss man das ja auch können. Genau, das ist wichtig. Alter Schwede, ey. Wow, fuck, fuck, fuck! Hey, bitte. Oh, in die Karre rein. Ihr macht die Klappe auf. Geht ja gar nicht, ne? Oh. Ja, ich bin tot. Oh, Leute, das sieht übel aus. Ja, nein! Nein, ich bin auch tot. Scheiße, Robin, ich kann dir die Rampe nicht runterlassen. Ja, das ist geil. Wie machen wir das denn jetzt, sag mal? Was? Ja, wir können nichts machen gegen die. Doch klar, wir holen uns einfach unsere Waffen wieder. Ja? Komm, ich renn jetzt mal runter. Ich weiß gar nicht mehr, wo meine Waffe ist. Ja, in deinem toten Körper. Ja. Okay. Ich bin tot. Ja, es ist doch ganz easy hier. Ja, habe ich die abgelenkt, dass du die wieder... Wir haben kein Magnesium mehr, das ist ja wohl ein Scherz. Leider nicht. Robin, das war scheiße. Dass die Karre kaputt gegangen ist. Warum haben wir denn so wenig Magnesium? Ich dachte, wir hätten genug. Das war richtig scheiße. Ich hab dir gesagt, wir haben keins mehr. Ja, aber wir hätten gerade welches holen können und du hast gesagt, wir fahren weiter. Ja, weil unser eigentlicher Plan Dingens war und ich dachte, wir konnten... Dachte, aber wir Magnesium. Halten mal einmal das, was wir sagen. Und jetzt haben wir sogar schon wieder die geile Idee, dass wir Triebwerke dran bauen. Ist das nicht toll? Magnesium ist das Einzige, womit wir schießen können. Ja, da müsste noch Magazin drin sein. Also jedes Mal, wenn wir sterben, kriegen wir auf jeden Fall Munition. Ja, war schon tot. So, die Viecher sind tot. Okay, wo ist mein Körper? Meine hat auf jeden Fall meine Knarre. Ein Vieh hat meinen Körper gefressen und ich krieg nichts mehr. Hier liegt deine Knarre. Echt? Jo. Wo liegen meine Werkzeuge? Wo ist meine Knarre? Die habe ich aufgesammelt. Ach, die Viecher fressen uns ja auf, ne? Wir müssen ja in denen drin gucken. Jawohl, da habe ich auf jeden Fall schon mal mein Werkzeug. Aber mein Werkzeug habe ich wiedergefunden bei dem Typ, der mich gefressen hat. Boah, Robin, wir müssen unbedingt Triebwerke. Wir müssen das Schiff erstmal wieder so hinkriegen, dass wir ein Cockpit haben, um die Rampe runterzulassen, weil so kommen wir nicht mehr hier hoch. Ja. Ja, wieso? Wir können die Rampe auch ohne Cockpit runterlassen. Das ist ja jetzt nicht das Ding. Echt wie? Übers Kontrollpanel? Da ist so wie kein... wir das sonst auch gemacht haben, ohne Cockpit? Erstmal hier Stahl an Land ziehen. So. Alter Schwede, das war ja wohl jetzt nicht so optimal. Das kann man so sagen, ja. Ups.
Ja, wir müssen unsere Sitze auf jeden Fall noch einsammeln. Nö, die habe ich schon. Ja, okay, dann ist gut. Also, das Material habe ich halt verloren, weil die es gefressen haben, aber... Ja, auch gut. Die liegen auf jeden Fall nicht mehr in der Welt rum. Ja, auch schon mal was. Ach, gar nicht ätzend. So, jetzt dürfen meiner Meinung nach Kratzer in der Scheibe sein. Ja, aber davor nicht. War überflüssig. So. Mein werter Herr Kollege. Wir begeben uns jetzt an den Bau von Triebwerken, würde ich mal sagen. Bin ich ganz deiner Meinung. So. Hauptsache, die Bude explodiert jetzt hier nicht, wenn du das Terminal hinterlässt. Das ist schon alles safe hier. Weil das war jetzt halt, das war ja noch eingestellt auf, dass die Rede hat. Ach so, ja gut. Ja, wir werden sehen, ne? Reicht das nicht eigentlich, dieser eine Fuß, oder müssen wir vorne noch einen Fuß machen? Weil ich finde das eigentlich geil mit diesem hochfahrbaren Fuß. Nee, ein Fuß reicht nicht. Aber wir haben doch jetzt gleich ganz viel Platz. Wenn wir die Räder abschrauben, nämlich. Ja, dann schrauben wir mal die. Ich fange schon mal an, die Räder zu schrauben. Ja, aber mach vorsichtig irgendwie. Oder wollen wir das vielleicht machen, wenn wir sicher sind, dass das Ding fliegt, damit es nicht so hart aufklatscht? Ja, dann mach das so. So, pass auf, ich würde mal sagen... Ja geil, in das Schiff komme ich auch so nicht rein. Ich muss meinen Jetpack also benutzen. Nee, du kannst dir Eisenplatten mitnehmen und dann hier so... Jawohl. Meine Damen und Herren... So sieht ein Triebwerk aus. So muss das. Hast du einen dicken Kavems, Mann? Nö, das ist voll niedlich eigentlich. Mhm. Richtig süß ist das. Ja, ich muss hier erstmal ein bisschen den Boden einebnen, bevor das hier reinpasst. Wo eckt es denn noch an? Ja, ich würde mal sagen, das war jetzt nicht so optimal. Wie sieht das Ding denn aus? Kannst das, das ich gebaut habe, ja schon mal versuchen fertig zu kriegen. Wo ist denn das? Hier auf der anderen Seite. Ach, hier. Da komme ich nicht dran. Ja, wie gesagt, bau dir irgendwie ein Scaffolding da hoch. Also nimm dir einen Eisenblock und eine Eisenrampe und nimm dir ganz viele Stahlplatten mit und dann kannst du dir ein Gerüst bauen. Ja, ich kann auf die Dinger nicht laufen. Ja, doch, kannst du schon. Hat ja in letzter Zeit auch in dem Fahrzeug ganz gut geklappt. Na gut. So. So. So, liebe Leute, schauen wir doch jetzt mal, ob das jetzt passt. Ich kann keinen Block setzen. Willst du mich verarschen? Sie benötigen Stahlplatten. Was habe ich denn drin? Stahlplatten, du Fischkopf. Fischkopf ist cool. Oh, schau mal an, das geht, oder was? Ich kann das nicht auf dem Boden platzieren, Robin. Nicht? Nee. Ja, du musst hier eine neue Struktur anfangen, neue Station oder so. So platzieren geht ja auch nicht, das ging ja noch nie. Wie kann ich das denn nochmal machen? Dafür, das ist bei Spielerwerkzeuge im G-Menü. Neue Station da.
Boah, ich hab noch rumgebrüllt, wie weiß ich nicht was, ey. So hochkomplexe. Oh. Oh, oh, oh. Was ist das jetzt so langsam mal? Warum denn nicht? Ach, Kinders. Das wird schon wieder dunkel. Oh nee, hör mir auf, ey. Können wir vielleicht so eine Art Wagenheber anbringen? Was braucht man denn für das Ding? Das wird mir gar nicht angezeigt. Ja, das müsste eigentlich angezeigt werden, wenn du das da so baust. So, Herstellungskomponenten, also große Stahlrohre, Metallgerüst. Warum kann ich das denn hier nicht bauen? So. So, jetzt brauche ich 12 große Stahlrohre. Ja, Leute, das war's mit dieser Folge. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal einen Plan. Ja, wider Willen zwar, aber wir haben einen Plan. Hallo, ich hab doch jetzt... Ja, ne? Was heißt denn ungefähr 143 Platten? Habe ich jetzt 143 oder nicht? Ja, Robin, du wolltest abmoderieren. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann schaut doch gerne mal. Kannst du mal da unten ein Gerüst bauen, dass man da so raufkommt? Habe ich versucht, ging nicht. Ah, Kinders, alles muss man selber machen. So. Ja, wenn es euch gefallen hat, ne, ihr wisst Bescheid, lasst mir jetzt genau. Mal einen kleinen Kommentar bei uns da. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuschauen und sagen bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.